So, die Aufzeichnung läuft. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar der Deutschen Handhelden Hilfe. Ich bin Michaela Winkelmann, die Vorsitzende der DHH, und ich freue mich sehr, dass heute Nachmittag die Professoren Landwehrmeier und Saft an meiner Seite sind, um sie zu begleiten in dem Thema Stopp für Tominersin bei der Phase-3-Studie Generation HD1. Was wissen wir und wie geht es weiter? Ein Thema, das vor einer Woche noch keiner geglaubt hätte, dass wir uns heute zusammentreffen werden, dass es nötig sein wird. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir das heute machen. Und auch die Teilnehmerzahl zeigt ja auch, wie wichtig das Thema ist und die Information darüber. Auslöser war am Montagabend. Ich habe selber erst am Dienstagvormittag mitbekommen, als ich meine E-Mails und WhatsApp-Nachrichten gesehen habe. Erst dachte, was ist denn hier los? Ist heute 1. April? Das ist, wenn dann, schlechter Scherz. Zu erfahren, dass die Medikamentengabe gestoppt sein soll, war für mich ein riesen Schock, ein Riesenschlag. Ich konnte es gar nicht verstehen, was da plötzlich passierte. Wir sind mit der Pressemitteilung konfrontiert gewesen, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Eine Nachricht, die uns alle überrascht hat, die unerwartet war, die einem wirklich das Herz bluten lässt. Wir waren gut unterwegs, für mich gefühlt, in der Phase-3-Studie, auf dem Weg zur Prüfung eines Wirkstoffes hin zur Zulassung, mit hohen Erwartungen, vielen Hoffnungen verbunden, fast schon gefühlt in einem hohen Höhenflug, und umso tiefer jetzt der Fall und doch ein bitterer Rückschlag. Und das jetzt mal gemeinsam aufzuarbeiten, finde ich jetzt wichtig und tun wir für die ganze Huntington-Gemeinschaft. Wir haben heute Familien dabei, wir haben Teilnehmer aus der Studie dabei. Wir haben Ärzte aus den Zentren dabei und die Aktiven von der Huntington Hilfe. Auch viele junge Menschen, habe ich gesehen, sind sehr an dem Thema interessiert. Und von daher freue ich mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um das Thema mal für uns aufzubereiten. Was wissen wir heute und wie geht es denn weiter? Und ich motiviere alle, es gibt unten den F- und A-Knopf. Stellen Sie Ihre Fragen, was Sie Bedenken haben, schreiben Sie es da rein, nutzen Sie die Gelegenheit, heute mit uns ins Gespräch zu kommen. Es gibt einen vorbereiteten Vortrag. Wir werden zwischendrin Pausen machen und uns die Zeit nehmen. Ich würde gerne einmal eine kurze Umfrage starten, weil so viele gemischte Leute dabei sind, um mal rauszufinden, wer denn heute dabei ist. Und zwar möchte ich zuerst wissen, aus welchen Altersgruppen denn die Teilnehmer heute sind. Und die sollten jetzt in Rubriken sehen können, in 10er-Schritten. Genau, da kommt schon die erste Anmeldung, läuft rein. Genau, oh, so schnell. Wer denn heute dabei ist. Ich lasse noch einen Augenblick laufen. Wir haben schon 70 von 80 Rückmeldungen bekommen. Jawohl, das nehmen wir. Dann zeige ich Ihnen das auch. Also es ist bunt gemischt. Resultate freigeben, sollten Sie jetzt sehen können. Also bunt gemischt. Die 20- bis 30-Jährigen sind vertreten, ein bisschen weniger. Der Großteil ist ja 50-plus-Jährige. Also herzlich willkommen. Und man sieht, das Thema erreicht eine breite Masse. Jetzt nochmal beenden. Moment. Ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, noch, woher Sie denn kommen. Das kann ein bisschen trickreich sein. Also bitte das Bundesland suchen. Es ist sortiert nach den DHH-Landesverbänden. Von daher einfach mal in der Klammer lesen, was da steht. Und dann sehen wir, wer dabei ist. Das geht auch richtig schnell hier. Aber das freut mich. Das ist eine bunte Mischung von allem, was dabei. Aus der ganzen Republik. Jawohl, das nehmen wir. Resultate, da kommen Sie. Genau, also aus der ganzen Republik sind Leute heute zugeschaltet. Ich sehe auch aus dem Ausland, Österreich, Schweiz, hatte auch jemand aus der Türkei, hatte Interesse gehabt. Alle dabei, NRW als starkes Bundesland vertreten. Herzlich willkommen und schön, dass Sie alle dabei sind. Das war's von mir. Ich will gar nicht mehr machen. Ich übergebe Ihnen das Wort, Herr Landwehrmeier, und bitte Sie, uns einzuführen in das Thema. Und nochmal die Ermunterung: Alle nutzen den F- und A-Knopf, schreiben Sie uns Ihre Fragen. Bitte schön. Gut, eine, liebe Frau Winkelmann, herzlichen Dank für die Einführung und sehr herzlichen Gruß an alle, die zuhören und zugucken. Zusammen mit Anne Carsten Saft möchte ich über das Thema reden, was wir angesichts des Stopps
der Dosierung von Tominersin in der Phase-3-Studie wissen gegenwärtig und vor allen Dingen, wie es weitergeht. Und das machen wir ganz entscheidend mit der DHH zusammen natürlich. Sie sehen hier alle, was am Montagabend gegen 20 Uhr mitgeteilt wurde, auf Englisch, dann mittlerweile auch auf der DHH-Webseite zu finden, den Brief, den Roche geschrieben hat an die weltweite Huntington-Gemeinschaft. Die wichtigsten Punkte will ich hier noch einmal, viele von Ihnen haben das natürlich gelesen, mit Ihnen durchgehen. Was passiert ist, ist, dass ein unabhängiges Datenüberwachungskomitee oder auf Englisch IDMC, was in jeder größeren Studie, in jeder Studie, klinischen Studie existiert und was die Aufgabe hat, regelmäßig zu überprüfen, wie die Studiendaten sich verhalten, vor allen Dingen unter dem Aspekt der Patientensicherheit und die diese Aufgabe hat, sicherzustellen, dass ein gutes, günstiges Gleichgewicht zwischen Risiken und potenziellem Nutzen für die Studienteilnehmer besteht. Das ist natürlich eine Urteilsfrage von Seiten des IDMCs. Und dieses Komitee hat sich also getroffen und eine Empfehlung ausgesprochen, und zwar die Empfehlung, die Verabreichung des Studienmedikaments in der Generation HD1-Studie einzustellen. Und sie hat es weiter ausgeführt, dieses Komitee in ihrer Stellungnahme, dass da diese Empfehlung nicht darauf beruht, dass jetzt plötzliche neue Sicherheitsbedenken aufgetreten wären. Also was typisch ist, wäre zum Beispiel, dass plötzlich Leute versterben sonstige sehr schwerwiegende Nebenwirkungen bestehen. Das ist also nicht der Fall. Sondern sie betonen, dass es eine umfassende integrative Bewertung des Nutzen-Risikoprofils ist, der sie dazu bewogen hat, die Empfehlung auszusprechen, die Behandlung, die Dosierung zu beenden im Rahmen der Generation HD1-Studie, und zwar aus dem Vergleich der Behandlungsarme zum Placeboarm. Wie Sie wissen, gibt es auch eine Open-Label-Studie oder eine Erweiterungsstudie, die nennt sich Gene Extend. Hier ist die Entscheidung, dass die Dosierung pausiert, also nicht beendet, sondern pausiert ist, um Zeit zu geben, die Daten sorgfältig zu analysieren. Erinnert so ein bisschen an das, was viele von uns in Erinnerung haben von AstraZeneca, wo auch eine Pause war, bis die EMA in der Lage war, einen Kommentar zu geben dazu. Und ich denke, ich sage das Offensichtliche, wenn ich sage, dass wir alle, das heißt die Studienteilnehmer, die verschiedenen Huntington-Familien weltweit, aber auch die Studienzentren verunsichert sind durch diese Lage und durch diese Situation. Denn wir haben viele Fragen, aber im Augenblick zumindest noch keine Antworten auf all die Fragen, die wir haben, denn im Augenblick hat nur dieses unabhängige Datensicherheitskomitee oder IDMC bisher alle Daten in entblindeter Art und Weise gesehen. Auch das Team bei Roche hat diese Daten noch nicht vollständig gesehen. Was wir also heute machen wollen, ist, dass wir unsere Gedanken mit Ihnen teilen und genauso wie das für die verschiedenen Studienzentren und für uns selber gilt, versuchen, die Lage, wie sie sich jetzt darstellt, so gut wie möglich zu verstehen und das Ganze einzuordnen. Ich denke, es ist offensichtlich, dass da uns die Daten bislang nicht zur Verfügung stehen, eine abschließende oder definitive Würdigung der Situation nicht möglich ist. Das bedeutet also, dass diesem heutigen Online-Seminar weitere folgen werden, wo wir
wenn uns mehr bekannt wird und Roche und das Dominersim-Team meinem Eindruck nach bemühen sich sehr, sehr intensiv dafür zu sorgen, dass das so zügig wie möglich passiert, werden also weitere Seminare folgen. Worüber wir heute reden wollen, Anne, ist zunächst nochmal ein Ihnen in Erinnerung zu rufen, die verschiedenen Dominersim-Programme oder das gesamte Dominersim-Programm, was von Roche durchgeführt wird, und die bisherigen Studienergebnisse in den bisherigen, bisher abgeschlossenen und noch laufenden Studien, soweit sie uns zur Verfügung stehen und soweit wir davon Kenntnis haben. Dann möchten wir, und das wird ein längerer Teil sein, auf die Fragen eingehen, die aus unserer Sicht sich Ihnen, uns allen stellen und auf die wir hoffen, in den nächsten Wochen auch klare Antworten zu bekommen. Und dann wollen wir abschließen, dass wir hinweisen auf verschiedene Optionen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt beforscht werden, mit dem Ziel, das Fortschreiten der Huntington-Erkrankung zu beeinflussen, günstig zu beeinflussen und den Verlauf der Erkrankung zu verbessern, was ja auch das Hauptziel des Dominersim-Programms und der Generation HD1-Studie ist, um die es jetzt uns heute geht. Und Herr Saft würde jetzt übernehmen und einen Überblick geben über das Dominersim-Programm. Wir würden das so machen, Anne, Carsten, glaube ich, dass du anfängst und ich sorge dafür, dass die Folien weiterlaufen. Immer. Ja, Bernhard, vielen Dank. Michaela, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das große Interesse zu dem doch eher schwierigen und ja, erstmal ja, traurigen Anlass. Ich hoffe, dass ich am Ende auch so ein bisschen trotzdem Mut machen kann, weil ich glaube, dass das Programm noch nicht beendet ist und dass wir trotzdem auch immer noch hoffen können, dass sich da noch was ändert. Und dazu möchte ich so ein bisschen die Geschichte eigentlich noch ein bisschen aufarbeiten und so ein bisschen versuchen, die verschiedenen Studien dazu zeigen, wie sich das entwickelt hat, was wir wissen und wo wir da heute stehen. Das soll ein Überblick sein über die verschiedenen Studien. Wir haben als erste Studie diese CS1-Studie. Das war die erste Phase 1-2a-Studie, wo es eigentlich erstmal um verschiedene Dosierungen ging. Und ich glaube, das ist recht wichtig. Ich habe gehört, ich bin manchmal ein bisschen leise. Ich hoffe, es geht jetzt so. Ich spreche ein bisschen mehr in das Mikro. Es verschiedene Dosierungen gab, mit denen man versucht hat, erstmal die Sicherheit zu untersuchen, ob es Verträglichkeiten gibt, die nacheinander ausprobiert worden sind. Dabei waren nur 46 Teilnehmer und nach diesen ersten Ergebnissen war ich sehr euphorisch, muss ich sagen, und fand die Ergebnisse sehr gut, werde das auch gleich darstellen, warum. Und ich glaube, dass diese Ergebnisse auch immer noch wichtig sind. Danach hat man eine offene Studie, Open Label Extension Studie, eine Studie gemacht, bei der jeder Teilnehmer die Höchstdosis von 120 Milligramm, die verträglich war, entweder alle 4 oder alle 8 Wochen bekommen hat. Die ging über 15 Monate und jetzt im Moment läuft sie Gene Extend, wo das über 8 oder 16 Monate weitergeht. Und das, worüber wir reden, ist die Phase 3 Studie mit 791 Teilnehmern, die jetzt eben gestoppt worden ist. Ich möchte zunächst erstmal einen Schritt hier auf diese beiden Studien zurückgehen. Einmal, glaube ich, kannst du weitermachen, Bernhard? Ja. In 3. Wir haben in der ersten Studie, in der CS1-Studie gesehen, dass wir dosisabhängig von Placebo 0 Milligramm, 10, 30, 60, 90, 120 Milligramm eine dosisabhängige Reduktion des Proteins, des Huntingtin-Proteins im Nervenwasser sehen konnten. Und das war wichtig, weil wir dadurch sehen konnten, dass das macht, was es machen soll. Und wir konnten darüber hinaus, und das fand ich damals sehr aufregend, weil es vor allen Dingen auch unserem, zumindest meinen und ich glaube auch deinem, Bernhard, klinischen Eindruck entsprochen hat, dass wir, wenn man
etwas Huntingtin reduziert hat, wenn man hier so bei 40%, ich weiß, meine Maus sieht man, glaube ich, nicht, das glaube ich, ja, das sieht man nicht. Wird, ich kann, meine Maus sieht man, glaube ich, oder? Dosisreduktion, bei 40% Dosisreduktion zum Beispiel ist, so eine Korrelationsanalyse liest sich so, dass man unten in der X-Achse sieht man, wie viel Huntingtin reduziert worden ist oder dass es sogar bei den Placebo-Leuten, den Grauen, eine Erhöhung in dieser kurzen Zeit von 84 Tagen gab. Wenn man dann auf diese blaue Linie hochgeht und nach links rüber geht, sieht man den Zusammenhang, der statistisch in den Mittelwerten war, zu dem motorischen Score. Das ist dieser Total Motor Score, TMS, wo man gesehen hat, dass es einen gewissen Zusammenhang dazu gab, dass, wenn man das Huntingtin reduziert, es sogar motorisch den Teilnehmern etwas besser ging. Sie hatten etwas weniger Punkte. Das heißt, in dieser kurzen Zeit von nur 84 Tagen gab es Hinweise darauf, dass sich die Motorik nicht nur stabilisiert hat, sondern sogar leicht gebessert hat. Das war ein fantastisches Ergebnis. Da muss man aber zu sagen, dass solche Korrelationsanalysen zufällig sein können, kein Beweis sind. Ansonsten hätte man dann ja schon das Medikament zugelassen. Das kann einfach Zufall sein. Deshalb gelten sie nicht als Beweis. Wir hatten außer diesen motorischen Veränderungen auch in manchen konzentrationskognitiven Skalen, zum Beispiel dieser Simple Digit Modality Test, das ist der mit den Zahlenzeichen, den man auch aus der Enroll-Studie kennt, wo man so bestimmte Zeichen und Zahlen verbinden muss. Auch da eine Verbesserung, eine leichte, aber doch immerhin in dieser kurzen Zeit eine Verbesserung, die signifikant war, nur durch die Eiweißreduktion. Das heißt, wir hatten leichte Hinweise auf eine Wirksamkeit, auch innerhalb dieser kurzen Zeit von nur 4 Gaben. Es wurde in der CS1-Studie nur 4-mal das Medikament gegeben, dann wurde kontrolliert, insgesamt ein halbes Jahr, sodass die sehr kurz begrenzt war und es ging erstmal darum, überhaupt die Dosis rauszufinden. Machen wir weiter. Das, was man auch gesehen hat, allerdings ist, dass zum Beispiel ein Wert, das Neurofilament am Ende der Studie bei ein paar Teilnehmern mit 90 und 120 Milligramm sogar leicht erhöht war. Das ist etwas, was wir eigentlich nicht wollen. Das Neurofilament ist ein Wert, der bei vielen Erkrankungen, nicht bei allen, aber bei vielen Erkrankungen, die das Gehirn schädigen, einem Schlaganfall oder Multiple Sklerose, erhöht ist und eigentlich häufig erhöht ist, wenn Nerven geschädigt sind. Auch bei der Huntington-Erkrankung ist der Neurofilamentwert schon erhöht, wenn man erkrankt ist, auch schon teilweise bevor man Symptome hat. Die Sarah Tabrizi hat das sogar teilweise jetzt gefunden, bis zu 24 Jahre vor Erkrankungsbeginn statistisch. Also ein Wert, den man eigentlich reduzieren möchte, wenn man die Krankheit behandelt. Im Gegensatz dazu kam es aber hier zu einer Erhöhung, die natürlich erstmal überraschend war und nicht hätte sein sollen. Man hat außerdem in den Kernspin-Untersuchungen auch gesehen, dass sich auch in den höheren Dosen, hier 120 und 90 Milligramm vor allen Dingen, eine Erweiterung der Hohlräume, der Ventrikelräume im Kernspin ergeben hat. Also auch etwas, was man eigentlich nicht so gerne sehen möchte. Das alles ist publiziert, das kann man nachlesen. Man hat dann in der zweiten Studie, in dieser CS2-Studie, wo dann eben diese 46 Leute über 15 Monate die 120 Milligramm Höchstdosis bekommen hat, weitergemacht und hat diese Teilnehmer dann einmal im Monat oder zweimonatlich behandelt. Warum hat man das gemacht? Man hat bei diesen Neurofilamentwerten, hätte man ja schon stutzen können und sagen können, na gut, vielleicht kann es ja sogar sein, dass wir da jetzt eher schädigen, anstatt zu helfen. Man hat aber mit der Ventrikelerweiterung zusammen das zunächst so interpretiert, oder das kann man auch jetzt noch so interpretieren, das ist die Frage, so interpretiert, dass diese Neurofilamentwerte und die Ventrikelerweiterung vielleicht dadurch zustande kommt, dass diese Antisense teilweise dafür sorgen können, oder dieser Antisense speziell, das weiß man nicht, dafür sorgen können, dass das Nervenwasser nicht richtig aufgenommen wird wieder. Das Nervenwasser zirkuliert die ganze Zeit im Gehirn, es werden 500 Milliliter am Tag gebildet und wieder aufgenommen. Und wenn diese Aufnahme kann sich verzögern, das gibt es auch als Erkrankung, einen sogenannten Normaldruckhydrozephalus, wenn das als Erkrankung auftritt, unabhängig von Huntington. Und dass das eben ein wenig ausgelöst werden kann, vielleicht durch diese Antisense, und dass es dann einen Rückstau von diesen Neurofilamentwerten gibt.
Und man hat 120 Milligramm genommen als höchste Dosis, weil man wollte, dass möglichst viel in den tiefen Strukturen des Gehirns, im Caudatum und Putam, das sind die Strukturen, die bei der Huntington-Erkrankung betroffen sind, vor allen Dingen, dass da viel ankommt. Und aus diesem, sage ich mal, Dilemma, dass man auf der einen Seite vielleicht möglichst niedrige Dosen haben möchte, um möglichst wenig Nebenwirkungen zu haben, auf der anderen Seite aber eine hohe Dosis haben möchte, um möglichst tiefe Strukturen des Gehirns zu erreichen, hat sich auch damals schon oder schon immer eine Diskussion ergeben, welches ist denn die richtige Dosis? Und um am besten helfen zu können, hat man sich für die höchste Dosis, die verträglich war, von 120 Milligramm entschieden. Jetzt kommen ein paar Daten, die wir dann auf dem Palm Springs Kongress gesehen haben 2020, die präsentiert worden sind von dem Scott Scovill, der dieses Programm bei Roche auch mitleitet und die diese CS2 15-monatige Daten zeigt. Und da sieht man bei denjenigen, die alle vier Wochen das Medikament bekommen haben, sieht man diese kleine orange Linie, das ist das, was wir aus der CS1-Studie wissen, dass da die Reduktion des Huntingtins bis auf ungefähr 40-50% geht. Und dieser blaue Rahmen, diese 40-50%, das ist der Zielbereich, da wollte man ungefähr hin, zu einer Reduktion von Huntingtin von 50%. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Das ist so der Bereich, wo man glaubt, dass es sicher ist, dass man keine Nebenwirkungen hat, wenn man in dem Bereich reduziert. Das, was man aber gesehen hat, ist, dass bei den viermonatigen Gaben es teilweise bis zu 70% oder in Einzelfällen sogar noch darüber hinaus runterging. Das ist der Grund, weshalb man in der Phase 3-Studie, die jetzt gestoppt worden ist, in der Generation HD1, nicht mit 4 Wochen, sondern auf 8 Wochen das Ganze geändert hat. Sie ging erst mit 4 Wochen los, man hat es geändert auf 8 und auf 16 Wochen, weil man sagte, dass man gesehen hat, hier in den 8 Wochen und bei den 16 Wochen scheint man ungefähr bei 40-50% Reduktion zu liegen. Das ist der Bereich, wo wir hinwollen. Man hat in der CS2-Studie darüber hinaus auch andere Nebenwirkungen gesehen. Man hat teilweise mehr Stürze oder andere Nebenwirkungen gesehen. Man hat gesehen, dass die Zellen im Liquor erhöht waren. Das kommt, glaube ich, auf dem nächsten Dia. Ich will jetzt gar nicht auf die ganzen einzelnen Nebenwirkungen eingehen. Man hat gesehen, dass die weißen Blutkörperchen, der White Blood Count, die weißen Blutkörperchen erhöht sind. Das kann ein Reiz sein. Man hat gesehen, dass die Eiweißerhöhung auch bei 4 Wochen höher war als bei 8 Wochen. Das wird auch als Reiz. Das sehen wir auch bei anderen Erkrankungen, anderen Behandlungen. Das muss nicht schlimm sein, im Nervenwasser, das erhöht war. Und man hat gesehen darüber hinaus, dass wenn man die Neurofilamentwerte, die wir jetzt eben schon mal hatten, die am Ende der Studie, der CS1-Studie erhöht waren, wenn man das länger beobachtet, dass die runtergehen und dass die ganz am Ende, am Tag 421, wahrscheinlich sogar etwas niedriger sind als das, was man erwarten würde bei jemandem, der nicht behandelt ist. Und das ist ja das Ziel von diesem Wert, wenn man den als Maßstab nimmt, wo man hin möchte, dass man vielleicht sogar da drunter liegt. Dieser Neurofilamentwert sollte man nicht überinterpretieren. Und das ist einer von vielen Werten und die Bedeutung ist nicht ganz hundertprozentig klar, aber es ist einer dieser Marker, auf die wir da gucken. Und hier sähe es dann sogar so aus, dass eigentlich, wenn man das jetzt weitermachen würde, es sogar aussieht, als wenn er runterkommt und dann letztlich auch dieser Neurofilamentwert hilfreich von den Daten wäre und das richtig wäre. So hat man zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass es sicher ist, die Phase 3 mit 120 Milligramm alle 8 oder alle 16 Wochen zu machen. Auch damals gab es schon Diskussionen und ich glaube, wer mit mir gesprochen hat und auch bei den Vorträgen, die wir gemacht haben, waren wir durchaus auch kritisch. Das klinische Gefühl war, glaube ich, anders, dass wir auch da nicht mehr die Effekte gesehen haben, wie in der CS2-Studie und auch das durchaus mit der Firma kommuniziert haben und geguckt haben. Aber letztlich ist auch richtig, ist, dass man natürlich jetzt erstmal Daten braucht und dass man erstmal sich entschieden hat, diese 120 Milligramm, um die bestmögliche Wirksamkeit hinzubekommen. In der Zwischenzeit gibt es einen Fall von dem Roger Barker aus Cambridge publiziert,
der einen Fall aus der ersten Studie hat, der einen Hydrocephalus entwickelt hat, also wo diese Nervenwasserresorption und Wiederaufnahme so stark gestört war, dass die Hohlräume im Gehirn, hier auf der rechten Seite zu sehen, erweitert waren von vorher und hinterher im Vergleich. Man hat auch dann praktisch Wasser infundiert in den Wirbelkanal und gesehen, dass das nicht so gut aufgenommen wird. Und wenn man Nervenwasser entnommen hat, ging es diesem Patienten vom Laufen und von der Kognition besser, sodass man einen Shunt gelegt hat, neurochirurgisch, um das Nervenwasser ablaufen zu lassen und das ihm gut geholfen hat, sodass eine Hydrocephalusentwicklung als eine Nebenwirkung dieses Antisens beschrieben wurde. Und das ist nicht ganz überraschend, weil es in der Zwischenzeit auch bei dem anderen Antisens ebenfalls von Ionis entwickelt, also eine ähnliche struktureller Aufbau, der für Kinder entwickelt worden ist, die an der sogenannten spinalen Muskelatrophie erkrankt sind, eine schwere Erkrankung, bei der die Kinder im zweiten, dritten Lebensjahr häufig versterben, die eben auch diesen Antisens bekommen, dort zugelassen ist, sogar schon als Medikament, ein bisschen anderen Mechanismus hat, deshalb nicht ganz vergleichbar mit Huntington, aber die Nebenwirkungen vergleichbar, es auch inzwischen ein paar Kinder gibt, die auch einen Shunt bekommen mussten aufgrund der Entwicklung eines Hydrocephalus. Also das scheint eine Nebenwirkung sein zu können. Hier eine Folie, bei der es um die Reduktion des Huntingtins, des Eiweißes im Nervenwasser geht. Wie weit können wir das? Und ich habe eben schon gesagt, dass das Ziel für diesen von Ionis und Roche übernommenen Antisens etwa 50-prozentige Reduktion maximal sein sollte. Und man kommt darauf dadurch, dass man auf der linken Seite Ergebnisse von Menschen hat. Das ist in der ersten Reihe hier oben tatsächlich Menschen gibt, bei der ein Allel, also das vom Vater oder von der Mutter, von vornherein reduziert ist. Das sind zufällige, sehr seltene Befunde, wo das bei Menschen durch Zufall aufgefallen ist. Und diese Menschen, die das Allel nicht haben, die also von Natur aus nur mit einem Allel rumlaufen, sage ich mal, diese Menschen haben keine Beschwerden, haben keine ganz normale Entwicklung und haben keine Beschwerden. Das heißt, man scheint tatsächlich mit 50% Reduktion eines Allels leben zu können, wenn man das richtig so interpretiert. Während man dann eben mit der anderen, wenn man bei Huntington ein 12, dass man dann die Erkrankung kriegt, ich glaube, da können wir die Aussage machen. Auf der anderen Seite, bei Tieren, von Tieren wissen wir auf der rechten Seite, dass wenn man zwei Allele, also beide von Vater und Mutter, schon bei der Geburt ausschaltet, was man im Tierversuch machen kann, dieses Tier in der Embryonalphase stirbt. Das heißt, das Huntingtin-Protein ist ganz wichtig für die Entwicklung des Gehirns und man ist nicht lebensfähig ohne dieses Protein. Alle Menschen brauchen dieses Huntingtin-Protein. Wenn man da darunter in den beiden Zeilen das etwas später ausschaltet, dann gibt es entweder leichte Einschränkungen oder wenn man es noch später ausschaltet, sogar keine Einschränkungen. Also scheint das sogar auch beim Erwachsenen vielleicht möglich zu sein, sogar noch mehr auszuschalten. So dass wir Hoffnung hatten, dass es dadurch keine wesentliche Reduktion gibt. Okay, das ist der Grund dafür, dass bei dem Ionis-Antisense-Ansatz eine 50-prozentige Reduktion gedacht wird als sicher, weil der Ionis-Antisense-Ansatz beide Allele reduziert. Das ist auch noch ein wichtiger Unterschied. Der macht also sowohl das vom erkrankten Elternteil als auch das vom gesunden Elternteil veränderte Allel wird reduziert. Das ist ein Unterschied zu anderen Ansätzen, sogenannten allelselektiven Ansätzen, die nur das Verlängerte reduzieren wollen. Da kommen wir gleich noch zu. Da gibt es auch Vor- und Nachteile, die man diskutiert. Okay. Insgesamt weiß man von einem Versuch, glaube ich, ganz wesentlichen Versuch aus dem Jahre 2000 von der Gruppe hier im Yamamoto herum, dass da hat man ein Tierexperiment gemacht, bei dem man einem erkrankten Tier einen Schalter eingebaut hat. Diesen Schalter haben Menschen nicht. Den kann man nicht künstlich einbauen. Den kann man nur vorher beim Tier einbauen. Und wenn man das macht, dann kann man mit diesem Schalter praktisch die Krankheit ein- und ausschalten. Und wenn man das macht, kann man sehen, dass man ein Tier erst krank werden lässt ein bisschen und dann dieses Gen wieder ausschaltet, dass sich das Tier teilweise erholt. Wie weit das geht, ist nicht ganz klar, aber es scheint beim Tier zumindest erstmal
eine Verbesserung zu sehen. Also ein bisschen das, was wir in dieser CS1-Studie zu Anfang meinen, gesehen zu haben mit den Korrelationsanalysen. Dass es eben unter Umständen durch solche Ansätze vielleicht sogar möglich ist, Krankheiten nicht nur zu stoppen, sondern vielleicht sogar teilweise zurückzubilden. Das war das, was uns hat euphorisch werden lassen. Das ist nicht das, was wir unbedingt erwarten. Wir erwarten eine Stabilisierung oder eine Verlangsamung der Erkrankung, aber das ist die Theorie, was vielleicht sogar denkbar wäre. Okay. Machen wir mal weiter. Nee. Genau, und dann kannst du vielleicht dazu ein bisschen der theoretische Hintergrund. Ich glaube, da kannst du dann weitermachen, oder? Genau, genau. Nee. Jetzt wäre das der erste Teil, wo Carsten nochmal, finde ich, sehr klar dargestellt hat, den Hintergrund und die Überlegungen, die im Raum stehen. Und jetzt möchten wir uns als zweiten Hauptteil konzentrieren auf die Fragen, die sich stellen und auf die wir uns Antworten hoffen, sobald die Daten, die das Terminärsystem jetzt mit Hochdruck versucht zu analysieren, dann auch eine Antwort finden können. Und die wollen wir der Reihe nach mal besprechen. Erste Frage, und das wissen wir gegenwärtig noch nicht, ist, ob es in allen drei Armen der Studie zu einer Verschlechterung gekommen ist in Bezug auf die Maßstäbe, mit denen man den Verlauf der Erkrankung beurteilt. Es ist klar, dass der natürliche Verlauf der Huntington-Erkrankung ist, dass diese Werte im Laufe der Zeit schlechter werden. Und die entscheidende Frage ist, wie verhalten sich die verschiedenen Arme in der Studie in Bezug auf diese Messwerte, die uns sagen, wie die Erkrankung verläuft. Zum Beispiel möchten wir gerne wissen, ob es eine Reihung gibt in Abhängigkeit von der Menge des Medikaments und der Häufigkeit, mit der es gegeben wird, in unserer Sprache, der Exposition. Ist es zum Beispiel so, dass der Verlauf bei der Placebo-behandelten Gruppe identisch ist mit einem Dosisarm und dass diese beiden sich deutlich unterscheiden von Dosisarm B, hypothetisch? War es so, das würde die Presseerklärung und der Brief nahelegen, war es so, dass es ungünstigere Verlaufskurven bei bestimmten Patientinnen und Patienten in bestimmten Behandlungsarmen im Vergleich zum Placebo gab? Das wäre ein Sicherheitssignal. Oder, was uns genauso interessiert, gab es Verläufe bei Patientinnen und Patienten in bestimmten Behandlungsarmen, die besser waren als Placebo? Dann mindestens genauso wichtig, es kommt nicht nur auf die Mittelwerte an, sondern es kommt darauf an, wie das zu bewerten ist. Also ob die Unterschiede deutlich sind oder statistisch signifikant. Und ganz besonders wichtig, vor allen Dingen für die Placebo-Gruppe, scheint mir zu sein, dass geklärt wird, wie die Verläufe im Kontext der Studie aussehen und im Vergleich zu Patienten, die nicht an einer Studie teilnehmen. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass man sich gut vorstellen kann, und das haben wir in verschiedenen Medikamentenstudien und Medikamentenprüfungen ja auch gesehen, dass die Tatsache, dass man an einer Studie teilnimmt, eine Wirkung hat, nämlich die, dass es tendenziell zu einem besseren Verlauf kommt, als wenn man nicht an einer Studie teilnimmt. Deswegen interessiert uns das sehr. Und das bewertet natürlich dann auch, wie wir deuten sollen, wenn es Unterschiede geben sollte zwischen den verschiedenen Behandlungsarmen und Placebo, wie das zu sehen ist. Bedeutet das tatsächlich eine Verschlechterung im Vergleich zum natürlichen Verlauf oder nur die Abwesenheit der erhofften Verbesserung? Schon ein Unterschied. Dann interessiert uns, gibt es Gruppen, und das ist ja das, was viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern uns kommuniziert haben. Gibt es Leute, Teilnehmerinnen, Teilnehmer mit besonders günstigem Verlauf? Und was sind das für Leute? Könnte es sein, dass nur dann eine gute, günstige Beeinflussung des Verlaufs zu sehen ist, wenn die Erkrankung in einem sehr frühen Stadium behandelt wird, also die Behandlung mit Terminärsin recht früh beginnt? Oder
kann es sein, dass auch bei manchen Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern die Huntington-Erkrankung bereits so weit fortgeschritten war, zu weit fortgeschritten war, dass die Gabe von Tominersin keinen messbaren Nutzen mehr hat. Dann gibt es eine sogenannte Responder-Analyse. Damit ist gemeint, Leute, die nach verschiedenen Kriterien günstig reagiert haben auf die Behandlung. Unserem klinischen Eindruck nach, ich denke, Carsten, das siehst du auch so, gibt es Leute, bei denen wir uns das zumindest überlegen. Jetzt ist ganz entscheidend, dass man im Vorhinein Maßstäbe festlegt, die einem sagen, ja, das ist ein sogenannter Responder, der reagiert günstig auf die Erkrankung. Dann fragen wir uns natürlich auch, ist die fixe Gabe von einer Dosis für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, egal wie dick oder dünn, wie klein oder groß sie sind, angemessen? Sie wissen, dass bei vielen Medikamenten es so macht, dass man die Dosis anpasst an die körperlichen Besonderheiten. Und die Frage ist, ob, und das hoffen wir, darauf Antworten zu finden, ob das auch hier so ist oder etwas anderes ausgedrückt, gibt es eine Beziehung zwischen der Menge der Studienmedikation, die in einem definierten Zeitraum gegeben wird, also der Exposition, und den vorteilhaften Wirkungen, aber auch den unerwünschten Wirkungen der Sache? Das erhoffen wir uns von der Analyse. Und dann stellt sich die Frage, ob es denkbar wäre, dass neue Behandlungsschemata, zum Beispiel eine Behandlung seltener als 2 Monate oder eine andere Dosierung pro einzelnen Gabe, anstatt 120 Milligramm, zum Beispiel 60 Milligramm oder 90 Milligramm, einen Weg darstellen, um den natürlichen Verlauf der Huntington-Erkrankung durch das Medikament günstig zu beeinflussen. Diese letzte Frage werden wir aus den Daten selber nicht beantworten können. Wir werden Hinweise dafür bekommen. Carsten hat ja gezeigt, dass in der Phase 1-Studie Dosisunterschiede sichtbar waren. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Oder vielleicht machen wir es so, Frau Winkelmann, dass Sie Fragen erlauben. Ich denke, es gibt jetzt nicht so viele Fragen in Fragen und Antworten, aber ich denke, das wäre ein Abschnitt, wo wir gut auf Fragen eingehen könnten, bevor wir dann auf die Frage kommen, was es noch für alternative Programme im Augenblick gibt. Diese würde der Carsten vorstellen. Carsten, du hättest noch einen Kommentar. Es gibt eine Frage im Chat, dass gefragt wird, hätte man die Dosis reduzieren können? Während sie läuft, hätte man das praktisch unterwegs machen können. Das hätte man in der Phase 3-Studie nicht machen können. Man macht immer eine Phase 1 oder 2-Studie, in der man verschiedene Dosierungen untersucht, so wie ich das dargestellt habe in der ersten, wo es aber erstmal nur um Nebenwirkungen geht. Wenn ich dann eine Wirkung untersuchen möchte, dazu muss ich viele Leute untersuchen und die eine lange Zeit untersuchen. Das heißt, das ist eine sehr aufwendige Studie. Ich muss mich dann auch anhand der Daten aus den Phase-2-Studien entscheiden, welche Dosierung ich nehme. Wenn man jetzt mitten in der Phase-3-Studie die Dosis verändert hätte, hätte man nicht mehr herausfinden können, ob es denn hilft oder nicht. Das heißt, dass man, wenn man jetzt diese Daten analysiert und es tatsächlich mit der Dosis zu tun hat, was auch tatsächlich mein Hauptgedanke ist, wenn ich die Daten sehe und auch schon vorher eine Frage war, die wir immer wieder diskutiert haben, dann halte ich es nicht, ich glaube, dass Roche weiterhin Interesse hat an dem Programm. Ich finde anhand der CS1-Daten es immer noch absolut lohnenswert und ich glaube immer noch an dieses Medikament, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich glaube, dass ich es lohnenswert hielte, mit einer geringeren Dosis, mit einer anderen Dosis, angepasst am Körpergewicht oder wie auch immer, das hängt jetzt von den Daten ab, die muss man sich angucken, nochmal eine neue Studie zu machen. Und das ist eigentlich dann der Punkt, wo ich sage, dann kann es sein, dass es jetzt gut ist sogar, dass die Studie jetzt abgebrochen wurde, 1,5 Jahre vorher, bevor wir in 1,5 Jahren sehen, dass die Studie negativ geworden wäre, weil wir dann jetzt schneller mit einer neuen Studie vielleicht dann hoffentlich zu besseren Ergebnissen kommen. Ich möchte noch einen Punkt, den du gemacht hast, unterstreichen. Jede Phase-3-Studie beginnt mit einer sehr klar und festgelegten Hypothese. Diese Menge des Medikaments über diesen Zeitraum gegeben hat den und den Effekt. Und da
Und der Sinn davon ist, dass es klare Antworten gibt, ja oder nein. Aber das bedeutet auch, dass man, wenn man so eine Untersuchung beginnt oder ein solches Experiment am Menschen beginnt, sich recht sicher sein muss. Denn es gibt nur ja oder nein. Und nicht, wie Carsten völlig zu Recht betont hat, die Möglichkeit anzupassen im Laufe der Studie. Sehr gut. Jetzt kommen auch gleich die ersten Fragen. Erstmal noch vielen Dank für all die Aufbereitung. Nochmal das Gesamtbild, um in der Seen-Programm zu verstehen, ist wichtig. Wo kommen wir her? Was ist jetzt wirklich in der Pressemitteilung gestanden? Und nochmal, ich denke, die aktuelle Situation zu verstehen. Da gibt es eine Frage von Hubert, der möchte wissen, warum wurde die Infusionsgabe abgebrochen? Wenn Sie dazu nochmal was sagen. Was wir wissen. Möchtest du zunächst, Carsten? Ja, kann ich übernehmen. Also es ist ja das, was der Bernhard Leinfeier versucht hat darzustellen. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Es scheint nicht ein schweres Sicherheitsproblem gewesen zu sein. Also es scheint nicht so zu sein, dass es vermehrt Tote gegeben hätte in der richtigen Gruppe oder so etwas. Das war es nicht, nach allem, was wir wissen jetzt. Es scheint eine Auswertung der Zwischenergebnisse zu sein anhand der Wirksamkeit, sodass man nach allem, was wir jetzt wissen, nicht damit gerechnet hat, dass die Studie noch positiv ausgehen kann. Dass sie also jetzt die Daten, die man bis jetzt gesammelt hat, so waren, dass es sehr wahrscheinlich eine negative Studie wird und der Endpunkt, das Ziel der Studie, die Wirksamkeit zu beweisen, nicht mehr erreicht werden kann. Und dann die Studie abgebrochen wird, um zu sagen, weil man sonst unter Umständen nur Leute mehr schädigt, als dass man ihnen hilft. Allein durch die Globalfunktion zum Beispiel. Und das, warum genau, welche Daten, das wissen wir eben noch nicht. Und das ist die Schwierigkeit, weshalb wir auch wahrscheinlich noch weitere Webinare brauchen. Ja. Auch Roche weiß das noch nicht. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Auch Roche, auch die Firma selbst, hat bis zu diesem Zeitpunkt nur geblindete Daten. Sie wissen nicht, wer das richtige Medikament bekommen hat und wer nicht. Und erst nachdem dieses Data Safety Committee, die haben halt die ungeblindeten Daten, die wissen, wer das richtige Medikament hat und nicht. Die können damit rechnen schon. Erst wenn die ihr Urteil gegeben haben, werden diese Daten freigegeben. Das passiert also gerade erst jetzt. Deshalb muss Roche auch erstmal das alles analysieren und ist auch davon überrascht, genauso wie wir. Jetzt ist noch die Frage gestellt worden, nee, was sind denn nochmal die Endpunkte gewesen, nach denen man das beurteilt? Ich habe da Abkürzungen verwendet. Es sind zwei Abkürzungen. Die eine Abkürzung heißt TFC. Das ist ein Maß für den allgemeinen Funktionszustand. Abkürzung steht für Total Functional Capacity. Das ist ein Wert, der in vielen, sehr vielen Studien mit der Huntington-Erkrankung, vor allen Dingen, wenn sie länger dauern und wenn es um Beeinflussung des Verlaufs ankommt, eingesetzt wird. Dieser Wert, Total Functional Capacity, von dem weiß man, dass wenn der hat höchstens 13 Punkte und man weiß aus Erfahrung, wenn der sich beginnt zu ändern, sagen wir auf 12 Punkte, dann ist es so, dass mehr oder weniger jedes Jahr ein Punkt verloren geht für einen Zeitraum von 5-6 Jahren. Etwa. Das ist, und weil das ein ziemlich konstanter Befund ist, eignet sich das gut, um einen Verlauf zu beurteilen. Und es liegt ja auch auf der Hand, dass die insgesamte Funktionsfähigkeit eines Menschen ein sinnvoller Wert ist, um zu sagen, ja, ein Medikament hat einen günstigen Einfluss auf mein Leben. Das andere ist auch eine komplizierte Abkürzung, C-U-H-D-R-S. C-U-H-D-R-S. UHDRS steht für Unified Huntington's Disease Rating Scale. Und C steht für Composite. Die Idee ist folgende. Man sagt, wenn die Erkrankung besser wird, dann ändern sich verschiedene Sachen in die richtige Richtung. Zum Beispiel, die motorischen Beschwerden werden weniger oder entwickeln sich nicht so stark. Und gleichzeitig auch die Denkfähigkeit, die kognitiven Fähigkeiten werden besser und die Funktion bessert sich. Und all diese drei Parameter, Motorik, kognitive Funktion und Funktion insgesamt im Leben und Alltag,
werden zusammengebracht in diesen einen Wert, der sich CUHDRS nennt. Composite Unified Handling Disease Rating Scale. Danke dafür. Nochmal zu der, es gibt auch gleich viele Fragen, wie es denn jetzt weitergeht. Können Sie auch nochmal zusammenfassen, bitte? Was ist jetzt mit den Menschen, die jetzt in der Studie waren oder sind? Wie geht es mit denen konkret weiter? Da gibt es ja auch Angebote und die Studie an sich ist nicht abgebrochen, die Medikamentengabe ist abgebrochen. Korrekt. Also, nee, was nee, im Prinzip nee, sieht das so aus, dass jeder Studienteilnehmerin, jeder Studienteilnehmer das Angebot hat, im Wesentlichen die Visiten, so wie sie vorgesehen sind, weiterzumachen, allerdings in einer etwas verkürzten Form. Ja, aber es geht zunächst einmal weiter und das ist auch sehr wichtig. Und ich meine, glaube Carsten und ich und die meisten an Studienzentren würden diesen Punkt unterstreichen, weil es wichtig ist, was jetzt passiert. Genauso wichtig, wie es wichtig ist zu sehen, was sich tut, wenn man ein Medikament gibt, genauso wichtig ist es zu gucken, was passiert, wenn ein Medikament abgesetzt wird. Und deswegen ist Beobachtung wichtig. Und je detaillierter die Beobachtung ist, desto mehr lernen wir davon. Carsten? Man muss, glaube ich, dazu ein bisschen einschränkend sagen, dass es auch viele Vorschriften gibt von den Behörden, wo wir, glaube ich, auch im Moment jetzt erstmal abwarten müssen, wie das ist, was, glaube ich, auch noch nicht alle Pläne auch diesbezüglich klar sind. Also, aber wir hoffen natürlich, es wäre ein Ziel, da weiterzumachen. Ich sehe im Chat, dass viele Leute fragen, gibt es denn, wie realistisch ist es denn, dass mit Tominersin überhaupt weitergeforscht wird? Auch in verschiedenen Dosierungen oder anderen Zeitabständen. Mein Eindruck im Moment ist, dass Roche durchaus Interesse hat, das weiterzumachen, auch aufgrund dieser CS1-Daten, die uns hoffen lassen, dass da doch ein Effekt ist, dass wir vielleicht verschiedene Mechanismen haben, die da gegeneinander arbeiten und die wir jetzt verstehen müssen. Das wird von den Daten abhängen, wie man weiter ausgewertet hat. Aber ich glaube, auch Bernhard, glaube ich, dein Eindruck ist, dass wir glauben, es wird weitergehen. Es wird auch gefragt im Chat, ob diejenigen, die jetzt diese Studie mitmachen, dann wieder eine neue Studie mitmachen können. Da, glaube ich, kann man sagen, das wird nicht so sein, weil man eigentlich bei jeder Studie mit einem Medikament bis dahin keinen Kontakt haben durfte zu dem neuen Medikament. Weil man sonst ja nicht weiß, ob derjenige schon irgendwie beeinflusst ist durch dieses Medikament, durch die vorherige Gabe. Sondern es werden dann sicherlich, wenn es neue Studie gibt und wenn es mit einer neuen Phase-3-Studie weitergeht, neue Teilnehmer gesucht werden. Aber das wissen wir natürlich auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Genauso wenig wissen wir, ob es nicht eventuell ein Programm gibt, wo die Sicherheit und Verträglichkeit von anderen Dosierungen im Sinne einer Open-Label-Extension-Studie von Teilnehmern weitergeführt wird. Hypothetisch denkbar. Wir wissen es im Augenblick nicht. Ich möchte auch keine Versprechungen machen. Aber es ist eine der zahlreichen denkbaren Möglichkeiten. Jetzt zu der Frage der wirtschaftlichen Seite. Also, natürlich ist eine Studie teuer. Aber man muss jetzt auch sehen, dass Roche sehr viel bereits investiert hat. Also so größenordnungsmäßig 200 Millionen. Gut, jetzt muss man sich auch klar machen, dass durch die unwillkommene Nachricht der Börsenwert von Roche sich ziemlich nach unten korrigiert hat. Also das war noch viel teurer, diese schlechte Nachricht, als die gesamte Studie. Das muss man berücksichtigen, was natürlich im Umkehrschluss heißt, das Umgekehrte ist auch denkbar. Wird es doch noch ein Erfolg, dann sieht auch die wirtschaftliche Seite der Sache anders aus. Also von daher gibt es, glaube ich, gute Gründe zu denken, dass es jetzt auch für Roche neben der Verpflichtung gegenüber den Huntington-Kranken auch ganz handfeste wirtschaftliche Interessen gibt, jetzt nicht etwas, in das man bereits hinein investiert hat, vollständig, außer es gibt zwingende Gründe natürlich, zu verlassen.
Gut, jetzt Frau Winkelmann, vielleicht Sie haben es sind zu so viele Antworten im Chat, dass ich etwas den Überblick verloren habe. Auch darüber, wir müssen sortieren können. Ich würde die ein, zwei Fragen an Sie gleich mal zurückstellen wollen, weil wir kommen gleich noch auf die anderen Studien und Programme, kommen wir gleich noch zu sprechen. Eine Frage ist aber hier von Thomas. Sammelt Roche weiterhin die Daten, die die Studienteilnehmer weiterleiten? Das kann man ja genau jetzt klar sagen. Auf jeden Fall. Sehr wichtig. Also man sollte das nicht lassen, wäre die Bitte. Ich meine, auch das will ich dazu sagen. Wir können natürlich, ich glaube, in jedem Studienzentrum kann man verstehen, wenn jetzt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Diskussionsbedarf gesehen wird. Soll ich weitermachen, soll ich nicht weitermachen? Das sollte man an den jeweiligen Zentren besprechen. Genau, dann nochmal gerade mal die Frage ganz aktuell. Wenn eine neue Studie starten würde, wäre das dann wieder eine Phase 3? Naja, also eine denkbare Möglichkeit, aber man muss natürlich auch für die anderen, ich meine, Carsten hat es sehr anschaulich dargestellt, einen Beobachtungszeitraum von 6 Monaten hat noch nicht das volle Bild gegeben. Und jetzt wird man sich also überlegen, wie lange sollte man zum Beispiel andere Dosierungsschemata sinnvollerweise beobachten, um sich sehr sicher zu sein, dass das gut verträglich ist. Super. Vielleicht, wenn ich da an der Stelle auch noch mal einen Schritt zurückgehen darf, wenn man sich überlegt, zu dem Zeitpunkt, als diese CS1-Studie, die erste Studie für die verschiedenen Dosen abgeschlossen war, für die Verträglichkeit, dann wäre es bei vielen anderen Studien wahrscheinlich erstmal so gewesen, dass man eine andere Phase-2-Studie angedockt hätte, in der man dann wahrscheinlich erstmal verschiedene Dosierungen wie 30, 60, 90, 120 Milligramm in verschiedenen Armen mit vielleicht 100 Teilnehmern jeweils untersucht hätte. Und das hätte dann nochmal wieder ja, 2, 3 Jahre gedauert, wenn man jeder ein Jahr mitmacht und so weiter. Und dann steht man in diesem Konflikt, dass man doch eigentlich für alle Patienten, wir alle wollen möglichst schnell eine Therapie, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch gucken, was möglichst wirksam und sicher ist. Und in diesem Zielkonflikt, glaube ich, hat man sich entschieden, wir fangen gleich mit der Phase-3-Studie an, in der höchsten Dosis, wo wir jetzt im Nachhinein sagen müssen, gut, vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte doch erst die Zeit genommen und eine andere Phase-2-Studie mit verschiedenen Dosierungen gemacht. Also es ist Rekordzeit, es ist alles super schnell gegangen. Das ist auch der Kommentar hier von Patrick, vielen Dank dafür. Gleichzeitig lernen wir daraus. Und hoffentlich geht es dann weiter. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich. Noch eine Ergänzung. Also die Zuschauer können die Kommentare noch nicht sehen. Die sehen wir immer nur bisher, was hier in den Fragen Rückhaltung drinsteht. Patrick weist auch noch darauf hinaus, darüber hinaus, dass viel erreicht wurde, dass man auch stolz darauf sein kann, was wir in Rekordzeit da erreicht haben als Huntington-Gemeinschaft, dass man noch viel daraus lernen kann, dass es auch bei allem Negativen doch ein Stück ein Erfolg ist. Und da kann man auch drauf stolz sein. Ja, danke, Patrick. Okay, einen haben wir noch, dann machen wir mal weiter. Ja. Vielleicht auch noch die Frage, das wäre nämlich eine gute Überleitung. Die Frage, kann man denn jetzt in der gegenwärtigen Lage Aussagen machen zu der Zukunft von Antisense-Therapie allgemein? Das ist das, was wir jetzt gleich auch diskutieren würden. Und natürlich stellt sich die Frage, wenn sich solche Rückschläge ergeben, ist das vielleicht vom Ansatz her oder prinzipiell problematisch oder falsch? Ich denke, das könnten wir ansprechen jetzt, Carsten. Ja, gerne weiter. Wir können auch mal Fragen am Ende noch mal machen. Genau. So, jetzt die Frage also, alternative Programme zur Beeinflussung des Fortschreitens der Huntington-Erkrankung und zur Verbesserung des Verlaufs. Dazu ein paar Folien. Carsten? Soll ich das übernehmen? Okay. Ich glaube, da haben wir ja auch in dem letzten DAH-Seminar schon sehr lange drüber gesprochen und da gibt es auch ein YouTube-Video dazu, wo das ausführlicher erklärt ist. Deshalb will ich da gar nicht zu lange drauf eingehen. Aber das ist eine schöne Übersichtsarbeit hier von der Sarah Tabrizi aus London, wo man eben hier sieht, dass es verschiedene Ansätze gibt. Wenn wir uns vorstellen, dass das eine Zelle ist hier und das ist der Zellkern
und die DNA, dann gibt es an verschiedenen Stellen Medikamente, die man überlegt. Ein Teil der Medikamente setzen an der mRNA an, also der Messenger-RNA. Das sind unsere Antisense mit ASO abgekürzt. Und das ist das, worüber wir gerade reden. Da gibt es zwei wesentliche. Einmal eben dieser Roche-Ionis-Antisense und ein anderer von Wave. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass der Roche-Ionis-Antisense auf beide Allele vom Vater und von der Mutter wirkt, während der von Wave bei denjenigen, bei denen das möglich ist, nur auf den verlängerten, auf das verlängerte Allel wirkt, also auf dasjenige, was krank macht, was dadurch natürlich von der Theorie her erstmal die Nebenwirkungen reduzieren könnte und damit das normale Huntington nicht reduziert wird, weil das Huntington ja auch eine Funktion hat und das eben genau auch jetzt mit diesen Daten. Die Frage ist natürlich, kann ich dadurch vielleicht auch Verschlechterungen provozieren, dass eben dieses normale Huntington auch reduziert wird. Und da der Ansatz von Wave interessant ist, der nur das Verlängerte macht, dieser Wave-Ansatz ist aber im Moment in der Phase 1-2-Studie. Das heißt, da geht es gerade um verschiedene Dosierungen und um Nebenwirkungen. Und da müssen wir erstmal abwarten, ob es nämlich auch andere Nebenwirkungen gibt, wie der verträglich ist. Sonst ist das sicherlich ein interessanter anderer Ansatz, der noch weiter beobachtet werden soll. Daneben gibt es noch die Interference-RNA oder iRNA hier. Ein Ansatz, der zum Beispiel von der Firma uniQure verfolgt wird, die in den USA die ersten Patienten behandelt haben. Der muss injiziert werden ins Gehirn mit einem Virus. Das ist das, was es daran schwierig macht, aber könnte dann länger wirken. Wird also auch im Moment untersucht, ein Ansatz, der auch weiter verfolgt wird. Und die Small Molecules, kleine Moleküle, die die RNA beeinflussen und dadurch das Protein reduzieren. Da gibt es drei Firmen im Wesentlichen, die Firma Novartis, die vielleicht sogar für dieses Jahr, Ende dieses Jahres wahrscheinlich eher erste Phase 1-2-Studien ankündigt mit einem Molekül, was sie sogar bei einer anderen Erkrankung der spinalen Muskelatrophie schon an ersten Patienten eingesetzt haben, um da auch schon ein bisschen was zur Nebenwirkung sehen können. Die Firma PTC, die mit CHDI zusammenarbeitet, und die Firma Scheihoff, die daran arbeiten, das sind alles Ansätze in der RNA ansetzen. Das sind also alles Ansätze, die jetzt sogar schon den Schritt zum Patienten gemacht haben und wo es erste Verträglichkeitsstudien gibt und vielleicht dann auch in Zukunft Phase 3-Studien, je nachdem, wie diese Verträglichkeitsstudien aussehen. Also Alternativen, die aber auch alle natürlich sicherlich diese Ergebnisse, die wir jetzt haben, beobachten werden, weil es vielleicht auch für diese Ansätze Konsequenzen hat. Daneben gibt es Ansätze an der DNA. Da würde ich vor allen Dingen diese CRISPR-Cas und die Zinkfingerproteine nennen. Das Talen ist, glaube ich, nicht so aktuell. CRISPR-Cas, die Genschere, sicherlich theoretisch ein sehr interessanter Ansatz zur Reparatur praktisch der DNA. Meiner Einschätzung nach, mag sein, dass ich da falsch liege, aber etwas, was noch Forschung braucht, weil es noch sehr viele Off-Target-Effekte hat, also an Stellen schneidet, wo es gar nicht schneiden soll, was es schwierig macht, da versucht man das sicherer zu machen, aber ich glaube etwas, das, wenn es kommt, noch ein bisschen braucht, was noch ein bisschen Forschung im Labor braucht, meiner Einschätzung nach. Und die Zinkfingerproteine, die ich persönlich extrem interessant finde, die vielleicht auch innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre erste Phase 1-2-Studien machen werden, die praktisch das Ablesen der RNA schon beeinflussen. Und das ist was, wo wir nicht wissen, ob nicht bei der Huntington-Erkrankung auch die RNA schon mit pathologisch verändert ist und es vielleicht wichtig ist, sogar noch einen Schritt früher als jetzt mit unseren Antisense oder all den anderen Ansätzen anzufangen oder ob man das kombinieren kann irgendwann mal. Das sind Sachen, die wir einfach jetzt noch nicht wissen, aber die so wichtig ist, dass wir eben verschiedene Ansätze haben und jetzt eben rausfinden müssen mit solchen Studien, was der beste ist oder welches die besten sind. Gut, das soll nochmal so ein Überblick sein, wie die Studiensituation ist derzeit, dass wir eben die Roche-Studie jetzt haben, wo wir einen Stopp haben, wo wir noch nicht wissen, wie es weitergeht. Dass wir die Natural History Studie haben, auch von Roche, wo wir den Vergleich zu den CS2-Daten noch weiterhin ausstehend haben, dass wir die Wave-Studie haben in der Phase 1. Da gibt es verschiedene Haplotypen, 1, 2 und 3. Der 3 ist in Vorbereitung, das führt, glaube ich, zu weit, aber verschiedene Varianten praktisch.
die untersucht werden auf die Verträglichkeit im Moment. Wir hoffen auf die Proof-Studie, das haben wir jetzt bis jetzt noch gar nicht besprochen, die eigentlich nicht bei der Herstellung des Proteins, sondern beim Abbau des Proteins, also am anderen Ende praktisch, so wie wir das früher auch bei anderen Medikamenten schon hatten, hilfreich sein soll und verschiedene andere Stoffwechselwege in der Zelle unterstützen soll. Und wir haben eben natürlich die Enroll of Clarity als Beobachtungsstudie und in Vorbereitung die Novartis-Studie, die ich eben schon erwähnt habe. Dann gibt es noch die somatische Instabilität, auch ein sehr interessanter Ansatz, wo Enroll uns geholfen hat, Daten zu bekommen dazu, dass es, die mRNA sich im Gehirn verändern kann sogar und da das eben eingreifen soll und eben diese Zinkfingerproteine. Also es gibt noch genug andere Sachen, die demnächst anfangen. Also vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo wir versuchen, mal unsere Quintessenzen zu formulieren. Ich persönlich finde, es ist sehr wichtig und es ist überhaupt keine Frage, dass das ein erheblicher Rückschlag ist, jetzt nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Das bedeutet konkret, dass es wichtig ist, die laufenden Studien auch zu einem Ende zu bringen, der hilft, dass mit den Daten etwas angefangen werden kann und all die Studienprogramme, die der Carsten Ihnen gerade noch mal dargestellt hat, dann davon profitieren können. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung oder Hoffnung, sollte ich besser sagen, dass das Tominersen-Programm in irgendeiner Form weitergeführt wird. Vielleicht, Carsten, willst du was auch dazu sagen, ob du diese Hoffnung teilst oder auch das dein Eindruck ist? Absolut. Ja. So dass wir, dass jetzt wichtig wäre, eine gute Landung hinzubekommen. Also es ist hier ziemlich trüber Nebel und Sie sehen hier eine Landung, die in diesem Fall mal gelingt. Und Sie sehen gleich, das ist durchaus ein aufwendiges Unternehmen, aber es klappt. Direkt vor dem Keimauer. Gut. Also, ich fände es schön, wenn Sie weiter beim Schieben helfen würden, auch unter erschwerten Bedingungen in verschiedenen Varianten. Frau Winkelmann. Ja, zunächst erst nochmal vielen, vielen Dank jetzt auch nochmal für den Abschluss, für den kleinen Ausblick, wie es weitergehen kann. Ich will erst nochmal ein dickes Dankeschön loswerden. Erst nochmal an Sie beide für den Nachmittag heute, für die Aufbereitung, aber insbesondere an all die Studienteilnehmer und an die, die es in den Studienzentren ermöglicht haben, an Roche, die das ermöglicht hat. Wir wären ohne die alle nie so weit gekommen. Den Tag Montag hätten wir nie gebraucht, sind wir uns alle einig. Aber trotzdem, das sind unsere Helden. Ihr habt das möglich gemacht. Wir waren nie so weit. Und das ist echt mal ein dickes Dankeschön wert. Das ist von mir. Trotz allem, es ist ein herber Rückschlag. Wir wollten diesen Fall nicht. Und trotzdem wollen wir jetzt alle aber auch auffangen. Das tun wir wieder gemeinschaftlich. Wir sind für die Menschen da. Und ich hab noch zwei Bilder, die ich mal kurz zeigen will, wie ich die Situation gerade sehe. Moment, da kommt es. Mein Bild schon wieder ins Spiel. So, jetzt habt ihr gleich gesehen. Genau, also, das war wohl der Montagabend, Dienstag oder die vergangene Woche. Irgendwie ist der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Man stürzt in ein tiefes Loch und weiß noch gar nicht, was da alles einem je tun und passieren mag. Man hatte so viel Hoffnung, war auf die andere Richtung getrimmt und jetzt geht es plötzlich in die andere, jetzt geht es plötzlich nach unten. Und trotz all den schweren Situationen, ich sage, der Herr hier hat ein Bungee-Seil an den Füßen, der wird wieder nach oben kommen. Es geht nicht darum, wie tief man fällt, sondern auch, wie hoch man wieder zurückfedert. Wir sind als Gemeinschaft da, wir haben unglaubliche Stärke, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und wir werden es schaffen, dass wir aus dem Fall wieder zurückkommen und die Höhe wieder erlangen. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Und das hat der heutige Tag auch beigetragen, der sehr wichtig war. Wir haben noch ein paar Fragen offen. Auf die würde ich gerne nochmal eingehen. Und einen haben wir schon beantwortet mit Medikamente. Wir haben das in Richtung Studien beantwortet. Ich denke, dass das so gemeint gewesen war. Dann haben wir noch was in
Hoher kommentiert ist. Danke für die Zusammenfassung. Es war ein Rückschlag. Wir werden viel lernen. Auch das haben wir schon angesprochen. Und wir werden mit einem neuen Schwung in die Klinik kommen. Da sind wir uns alle sicher und einig. Wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken und wir kämpfen weiter. Das sehen wir alle genauso. Dann kommen schon die ersten Dankesworten rein. Das ist auch schön. Das freut uns auch sehr. Eine Frage von Andreas, der möchte noch mal wissen, die aktuellen Studienteilnehmer, werden die als Vergleichspersonen in andere Studien übernommen? Wer mag dazu was sagen? Carsten? Ich glaube, das kann man noch nicht sagen. Es wäre wünschenswert. Wir würden das gerne wollen, absolut. Aber da gibt es sehr viel behördliche Sachen und das hängt auch von den Daten ab. Wenn Daten tatsächlich zeigen sollten, dass jemand eher geschädigt werden würde, als dass es irgendeine Aussicht auf Unterstützung gibt, dann glaube ich, wird es sogar dazu führen, dass man die Dosierung abbrechen müsste. Insgesamt würden wir uns sehr freuen und ist auch das unser Wunsch, das haben wir auch Roche gegenüber geäußert, dass wir eigentlich gerne möchten, dass diese Patienten weitermachen können und auch in der Open-Label-Studie weitermachen können, um weiter zu beobachten und dann vielleicht auch in einer anderen Dosierung weiterzumachen. Aber das ist leider jetzt zu früh, das zu beantworten und zu versprechen. Ich glaube, da kann es noch sehr viel Veränderung geben. Wir hoffen das. Open Label und Phoenix Center ist gerade ein gutes Stichwort nochmal. Da ist ja die Medikamentengabe im Moment pausiert. Sag dir dazu bitte nochmal was, wie es mit denen weitergeht. Was wir heute wissen. Genau, also Roche hat sehr betont, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal. Sie haben es nicht abgebrochen, sie haben es pausiert. Pausiert so lange, bis klarer ist, was denn eine besonders gut verträgliche Dosis wäre. Und davon wird abhängen, man wird auf keinen Fall Leute gefährden, nicht? Dass wir wirklich die Daten uns angucken können und zu einem Urteil kommen. Handelt es sich jetzt bei dem Unterschied, die zu bestehen scheinen zwischen Placebo und Behandlungsgruppe, um echte Verschlechterungen im Vergleich zum natürlichen Verlauf oder nur um nur in Anführungszeichen jetzt, nur um das Fehlen des erhofften Vorteils? Schon was ganz Unterschiedliches für mein Gefühl und für jeden von uns, glaube ich. Man wird also die Open-Label-Studie, so ist es meine Hoffnung zumindest, in dem Moment wieder beginnen, wo man diese Frage geklärt hat. Und dann eventuell sogar überlegen, ob man das Protokoll der Open-Label-Studie in der Hinsicht ausdehnt, dass, wie wir es hier angedeutet haben, andere Dosierungen, niedrigere Dosierungen oder noch seltenere Gaben ausprobiert werden. Das weiß ich aber noch nicht. Es ist nur denkbar. Und es würde aus meiner Sicht in dem größeren Zusammenhang, den wir jetzt dargestellt haben, mir sinnvoll erscheinen, dass so etwas überlegt wird. Natürlich ist das schlussendlich eine Entscheidung des Tominersin-Teams und von Roche, aber mir würde das ein einleuchtender Schritt für die Zukunft sein. Ich bin auch nach wie vor sehr zuversichtlich. Also wenn man auf den internationalen Kongressen oder jetzt auch was online passiert, wahrnimmt, mit welcher Energie die Forscher da rangehen und welchem Enthusiasmus. Alle stehen dahinter, alle wollen was machen, damit die Huntington-Krankheit behandelbar wird. Und das wird sich mit der jetzigen Woche auch nicht ändern. Man hat jetzt daraus gelernt und es geht weiter. Eine Frage aus einer etwas anderen Richtung kommt nochmal von Alina rein, die da fragt, ob eventuell die Corona-Pandemie zu Veränderungen in Forschungsschwerpunkten führen könnte. Also mein Eindruck ist, dass in den meisten Zentren, das gilt weltweit, eine hohe Aufmerksamkeit darauf gelegen hat, die weitere Durchführung gerade der Generation HD1-Studie zu ermöglichen. Nicht? Also auch in Italien, auch in Frankreich, auch in UK, zu den schwierigsten Zeiten. Ist nicht immer geglückt. In Deutschland, soweit ich das überblicke, ist es in den meisten Fällen geglückt, erfreulicherweise. Sodass natürlich, wie das jeder tagtäglich mitbekommt, die Corona-Pandemie neue Erschwernisse
mit sich gebracht hat und die Sachen insgesamt schwieriger. Aber mein Eindruck ist, und das, auch wenn man sich anguckt, dass das Ende der Rekrutierung während der Corona, Beginn der Corona-Zeit stattgefunden hat, spricht für meine Begriffe dafür, dass den Leuten das wirklich sehr, sehr wichtig war und alle getan haben, was immer nur denkbar war unter den gegebenen Umständen, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Also mein Eindruck ist, dass in Bezug auf das Dominarsen-Programm der negative Einfluss der Corona-Pandemie begrenzt war. Carsten, siehst du das ähnlich? Sehe ich ähnlich aus dem, was wir jetzt wissen. Und es scheint, glaube ich, auch nicht so zu sein, dass jetzt diese Daten zustande gekommen sind aufgrund der Corona-Situation. Sie scheinen ja auch so auswertbar zu sein. Das war sicherlich was, wo man zwischendurch Angst vor hat, dass man auf einmal die Daten nicht mehr auswertet und die ganze Studie abbrechen muss, weil die Visiten nicht stattfinden können. Das scheint nicht so zu sein, sondern diese Daten scheinen trotzdem da zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass Pharmaindustrie und Pharmafirmen nur noch auf Corona setzen. So Impfstoffe sind eigentlich kein richtig gutes Geschäft, weil wenn die Krankheit dann geimpft ist, ist sie hoffentlich vorbei. Und danach kann man das. Also von daher, glaube ich, wird man weiter mit anderen Sachen auch weiter forschen. Und auch nochmal, was wir aufgesetzt hatten hier, also eine weltweite Studie, ich weiß nicht, wie viele Zentren es letztendlich waren. In Deutschland waren es 100 Teilnehmer, in, glaube ich, 10 Zentren. Das ist eine große Nummer, die wir da geleistet haben. Und trotz allem, also die Gemeinschaft hat es hinbekommen, die Pharma-Gemeinschaft mit den Forschern, mit den Teilnehmern. Und wir können es bestimmt nochmal. Sicherlich auch von uns nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an all diese Teilnehmer. Und ja, das sind die Research Heroes, das ist so. Genau. Jetzt kommen gleich noch ein paar andere Fragen rein, die würde ich jetzt mal zurückstellen. Wir wollen jetzt den offiziellen Teil beenden, wenn es jetzt keine akuten Fragen mehr zu dem Thema gibt. Vielen, vielen Dank in die Runde nochmal. Danke fürs Interesse, fürs Zuschauen, danke für die Aufbereitung, Fragen, Antworten. War sehr informativ, Nick, auch sehr wertvoll für alle und die Aufzeichnung wird dann ja auch zur Verfügung gestellt werden. Wir sind gespannt, was aus den Daten rauskommt, ich insbesondere ebenfalls. Und wie es weitergeht. Und danke für das Angebot, weitere Seminare machen zu können. Werde ich ganz bestimmt darauf zurückkommen. Dann planen wir das weiter und werden das dann entsprechend auch anbieten. An der Stelle erst einmal vielen, vielen Dank. Und damit beende ich jetzt mal den offiziellen Teil. Dankeschön. Michaela, herzlichen Dank an dich. Auch, dass du das hier bist. Sehr gern geschehen. Auch von meiner Seite. Sehr gern. Ja.